Thule Wanderway. Mit der gesamten Familie in die Natur zu verreisen, um dort Rad zu fahren, klingt einfacher als es ist. Ein Fahrrad ist schließlich ein großes, schweres Fahrzeug. Wenn man mehrere Fahrräder transportieren muss, wird die Sache noch komplizierter. Zum Glück gibt es dieses Autozubehör. Wanderway wurde von der schwedischen Marke Thule Group entworfen. Die Handhabung wird durch einen verschiebbaren Lenkträger erleichtert, der den Manipulationsraum für das Fahrrad vergrößert. Die sichere Befestigung wird von einer Rosette mit Zugklappen gewährleistet. Der Träger ist für Volkswagen-Autos bestimmt und bietet Platz für zwei Fahrräder. Auf Wunsch kann die Tragfähigkeit jedoch auf 4 Stück erhöht werden. Die Montage ist schnell und einfach und dauert nur wenige Minuten. Die Reifen werden mit Spannbändern gesichert. Wenn der Träger nicht verwendet wird, kann er heruntergeklappt werden, damit er keinen zusätzlichen Platz beansprucht. Der Fahrradträger kostet 600 US-Dollar. No-Till. Widmen wir uns nun den wichtigeren Erfindungen. US-Spezialisten haben No-Till für den komfortablen, gesunden Schlaf entwickelt. Zusammengeklappt ist es ein kleiner, flacher Umschlag, der leicht in den Kofferraum passt. Um No-Till zu verwenden, muss man nur die Autositze bewegen und den Umschlag öffnen. Im Inneren befindet sich eine Struktur, die einen Liegeplatz bietet. Legt eine Matratze, ein Kissen und eine Decke darauf, deckt die Fenster von innen ab und schon habt ihr ein kleines, aber ziemlich nettes Schlafzimmer. Die Länge der Schlafplattform beträgt 2 Meter, sie wiegt 192 Kilogramm. No-Till passt in jeden Standard-Pickup oder SUV und kostet ab 430 US-Dollar aufwärts. Eno Roadie. Seid ihr Zeltfans? Dann solltet ihr euch auf jeden Fall die nächste Erfindung ansehen. Das Unternehmen EagleNet Outfitters bietet eine Hängematte, für die man nicht nach Bäumen oder anderen Stützen suchen muss. Man braucht nur ein Auto. Roadie ist ein pulverbeschichtetes Stahlgestell für Hängematten. Dabei schiebt man die Stahlflächen unter den Autoreifen. Durch das Gewicht des Autos ist der stabile Stand des Ständers garantiert. Die Hängematte wird mit einem Baumgurt befestigt. Einfach parken, abhängen und die Natur genießen. Die Konstruktion wiegt ungefähr 25 Kilogramm, kann jedoch problemlos Gewichtsbelastungen von bis zu 113 Kilogramm standhalten. Die Kosten betragen ca. 200 US-Dollar. iCamper SkyCamp Mini. Und das hier ist eine weitere Erfindung, mit der man sich in der Natur bequem niederlassen kann und sich überhaupt keine Sorgen um kriechende Reptilien machen muss. SkyCamp Mini der US-Firma iCamper ist ein Zelt, das direkt auf dem Autodach aufgestellt wird, und zwar in nur einer Minute. Das Zelt ist 122 cm hoch, 257 cm lang und 117 cm breit. Im Inneren haben zwei Personen bequem Platz. Das Kit enthält eine Leiter. Die Stufen sind etwas angewinkelt, damit der Aufstieg in SkyCamp mühelos erfolgen kann. Der Zeltstoff ist atmungsaktiv, speichert die Wärme gut und lässt kein Wasser durch. So kann man sowohl im Winter als auch im Sommer drin wohnen. Seitliche Fenster ermöglichen es, die Aussicht zu genießen. Durch die Öffnung in der Decke kann man vor dem Schlafengehen den Sternenhimmel anschauen. Der Preis beträgt ca. 3500 US-Dollar. Lumaca. Ein Ausflug in die Natur muss nicht stressig und kompliziert sein. Es ist nicht einmal notwendig, ein schweres Zelt mitzunehmen. Lumaca ist eine einzigartige Erfindung, die die Lebensqualität außerhalb der Zivilisation erheblich verbessert. Um es zu benutzen, braucht man nur das eigene Auto. Lumaca wird seitlich angebracht und in wenigen Minuten mühelos zusammengebaut. Der Hersteller hat die Erfindung modular aufgebaut, damit jeder die für sich passende Option wählen kann.
Lumaca ist ein Baldachin, unter dem man sich vor Regen oder Sonne verstecken kann. Falls gewünscht, werden auch Seitenteile am Metallrahmen angebracht. Insgesamt gibt es 3 davon. So verwandelt sich Lumaca schnell und einfach in ein fast vollwertiges Zelt, das auch vor Wind und Insekten schützt und sich perfekt für einen angenehmen Zeitvertreib eignet. Es gibt auch Zubehör, mit dem man die Konstruktion erweitern und in ein echtes Zelt verwandeln kann. Die Preise beginnen bei 625 US-Dollar aufwärts. Ultix Tear. Der Dachträger ist ein nützliches Zubehör, das die Ladekapazität eines PKW erheblich verbessert. Aber nicht jeder benutzt es täglich. Er verbringt die meiste Zeit im Kofferraum und mit der Zeit wird er staubig. Zum Glück haben Experten des britischen Unternehmens Ultix Outdoors herausgefunden, wie das Problem gelöst werden kann. Ultix ist ein robuster, sicherer Autodachträger, der abnehmbar ist. Wenn er nicht benötigt wird, kann das Zubehör in Sekunden entfernt werden. Mit einem Preis von rund 60 US-Dollar ist Ultix günstiger als die meisten ähnlichen Optionen auf dem Markt. Er ist aus weichem Material gemacht, sodass das Risiko einer Beschädigung des PKWs minimiert wird. Das Zubehör eignet sich perfekt für die Beförderung von Sportgeräten wie Skiern, Snowboards oder Kajaks. Auch große Kisten oder Baumaterialien können auf dem Dach transportiert werden. Die Erfindung ist besonders nützlich, wenn es um kleine Autos geht. GentleTent GT Home 410. Man kann den Wohnbereich eines Wohnwagens einfach und schnell mit Hilfe eines Vorzelts vergrößern. Das Modell GT Home 410 der österreichischen Firma GentleTent ist aufblasbar und passt im zusammengebauten Zustand in den Kofferraum. Aufgeblasen ist das Zelt 4,5 Meter lang, 2,5 Meter hoch und fast 3 Meter breit. Mit anderen Worten, es ist ein kompletter kleiner Raum, der vor Regen, Wind und Sonne schützt. Das GT Home 410 kann komplett freistehend aufgebaut werden oder seitlich ans Fahrzeug angeschlossen werden. Es bietet genügend Platz für die ganze Familie und Stauraum für Fahrräder, Spielzeug oder Campingmöbel. Die Kosten betragen ca. 2200 US-Dollar. Stupid Car Tray. Jeder von uns hat mindestens einmal im Leben den Beifahrersitz benutzt, um etwas darauf zu transportieren. In den meisten Fällen werden